Entrepreneurship ist ein ganzer Wissenschaftsbereich, ist auch ein enorm umfangreicher didaktischer Bereich. Aber all diese Felder, also Wissenschaft und Didaktik, gibt es nur deswegen, weil es den Entrepreneur gibt. Ja? Also es gibt nichts drumherum, wenn es den Kern nicht gibt. Und der Kern ist dieser Entrepreneur, das ist also eine Figur und keine Kunstfigur, nichts Abstraktes, sondern es ist ein Mensch. Ja? Es ist ein Mensch, der etwas tut, beziehungsweise den man untersucht hat, auch im Zusammenhang mit Forschung auf Fähigkeiten, auf Merkmale, Eigenschaften. Und das Interessante ist, dass die Eigenschaftsforschung, die sogenannte Traits-Forschung, bei dem Entrepreneur zu keinem besonderen Ergebnis gekommen ist, außer dass es keine spezifischen Eigenschaften von Entrepreneuren gibt. Das ist doch irgendwie eine tolle Nachricht. Also man kann nicht sagen, Entrepreneure sind gut organisiert, sind leidenschaftlich, sind intelligent und dynamisch oder sowas. Ne? Ist nicht. Gibt's nicht. Das finde ich grandios. Das zeigt, dass der Entrepreneur jemand ist, wie wir auch, aber... Leidenschaftslos. Genau. Genau. All das ist vielleicht möglich. So, diese Definition stammt von Gartner, das ist ein amerikanischer Professor für Entrepreneurship. Der hat so für mich die griffigste, tragfähigste Definition von Entrepreneurship beziehungsweise vom Entrepreneur in die Welt gebracht. Und der hat gesagt, Entrepreneurship is the creation of organization. Man erschafft eine Organisation, die etwas imstande ist, zu leisten, bereitzustellen, eine Funktionalität. Und der Entrepreneur ist der, der das tut. Während der Nicht-Entrepreneur es einfach nicht tut. Egal, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten, welchen Hintergrund diese Person hat. Es ist nur die Handlungsebene, die aus jemandem einen Entrepreneur macht oder eben nicht. Das Handeln zeichnet die Leute aus. Und das merke ich ja auch in meinem Umfeld, wo sehr, sehr viel gesprochen wird über Gründung und so weiter. Kollegen, auch aus dem Kollegenkreis, Gründercoaches, die aber einfach den Schritt nicht machen. Ja? Die wissen, wie was funktioniert, aber sie machen es nicht. Also das ist der Unterschied. Ne? Das Wissen alleine macht es nicht. Die Fertigkeiten, die Fähigkeiten machen es nicht. Ich muss es einfach anfangen zu tun. So, da haben wir es schon. Einzig das Handeln definiert den Entrepreneur. Nicht die Fähigkeiten und nicht die Eigenschaften definieren den Entrepreneur. Das führt einfach auf den falschen Pfad. Ja? Das ist so wie, das liest man aber immer wieder in der Presse. Ja? Also gerade so Fördermittelgeber oder der Staat mit seinen Schubladen. Ne? Was für Eigenschaften braucht man denn? Man muss doch bestimmt risikobereit sein. Ne? Risikobereit. Das ist ein Lieblingsthema von Herrn Faltin. Ja? Der hat da sehr viel zu sagen und bringt meistens das Beispiel des Bergsteigers an der Eiger Nordwand an. Ne? Der bringt schon genug Risikobereitschaft mit, das überhaupt zu tun. Der geht bestimmt nicht nochmal in ein extra Risiko ein, um dann eventuell da von der Wand runter zu fliegen. Also das heißt, es gibt viele Unternehmer, auch im Bereich Aktieninvestment wie Warren Buffett, die sagen, Risiko, nee, das Risiko will ich minimieren. Ja? Ich will sicher gehen, dass ich einen stabilen Boden unter den Füßen habe, wenn ich da sowieso schon mich in etwas hineinbegebe, was so wackelig ist. Ja? Also das heißt, auch Risikobereitschaft ist nicht unbedingt ein zwangsläufiges Merkmal. Ich bin auf diese Übung gekommen, beziehungsweise habe sie mir ausgedacht, weil ich vorher eine Analyse gemacht habe, indem ich Aussagen von 15 sehr erfolgreichen Unternehmern ausgewertet habe und denen die Frage gestellt worden ist, wenn sie 10 Aspekte nennen würden, die sie beim Erfolg unterstützt haben, welche wären das dann? Also das heißt, 15 Unternehmer mal 10, das sind 150 Aspekte. Und diese 150 Aspekte habe ich untersucht und habe die gefiltert bzw. habe die geclustert und habe dann versucht, diese Aspekte, auch wenn sie unterschiedliche Begriffe verwendet haben, auf einen Begriff runterzubrechen. Und diese Begriffe sind auf den roten Zetteln drauf. Ja? Also das ist Lernen zum Beispiel, ist einer dieser Aspekte, der zum Beispiel bei jemandem auch mit dem Begriff Experimentieren untersetzt war. Ja? Das heißt, ich habe also mich gefragt, welcher Aspekt steckt in dem Wort Experimentieren drin?
Welche Absicht? Wahrscheinlich, um etwas rauszubekommen, um etwas zu erfahren, um etwas zu lernen. So, also dann habe ich gesagt, die Quintessenz aus all diesen geclusterten Begriffen ist das Lernen. Dann habe ich mich gefragt, in welcher Haltung, aus welcher Mentalität heraus machen das die Leute, diese Unternehmer? Und ich wollte nicht den Begriff Leidenschaft nehmen, weil Leidenschaft so ein bisschen so eine Art Druck aufbaut, so eine Art Leistungsdruck, dass ich vielleicht leidenschaftlich sein muss, was man dann auch immer spürt im Hinblick auf Feuer oder auf Energie oder sowas. Während es aber ja auch Leute gibt, die sehr ruhig, konstant arbeiten mit einer Hingabe. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze mit dem Begriff Hingabe zu unterlegen. Dann habe ich mich gefragt, was ist mit dem Aspekt Energie, beziehungsweise was treibt das Ganze vorwärts? Die Hingabe alleine ist mehr so dieser Haltungsaspekt. Ja? Also für mich war es so eine Art innere Einstellung. Aber ich brauche auch eine Antriebsenergie, etwas, was mich vorantreibt. Und da braucht man eine Mindestkraft, so ähnlich wie wenn man dann so ein Auto anschiebt. Ja? Da muss das eine Mindestenergie sein, damit dieser Wagen wieder anspringt, falls die Batterie leer ist. Und man braucht eine gewisse Zeit, in der man diese Energie einsetzen muss. Das heißt, man braucht eine Kontinuität. Wenn man immer nur sehr viel Energie sehr kurzzeitig bereitstellt, daraus kann man kein Unternehmen aufbauen. Wenn die Energie zu schwach ist und man zwar konstant immer dabei ist, kann es sein, dass man das Tempo verliert und dann jemand anderes schneller ist als man selbst. So, das heißt, da habe ich sozusagen rausgeschlossen, man braucht ein Mindestmaß an Energie in puncto Kraft und eine Mindestdauer der Einwirkungszeit sozusagen, dieser Energie. Und dann habe ich noch überlegt, was ist sozusagen das Merkmal eines Unternehmens, was ist das Merkmal von Dienstleistungen, das Merkmal von dem, was Freiberufler anbieten. Es ist immer der Nutzen. Das ist das, was ich jetzt persönlich da herausgestellt habe, dass sozusagen ich zuerst ein Ziel mache, indem ich eine Zielmarke setze, dann gehe ich mit Hingabe, sozusagen mache ich mich auf den Weg und schaue, was ist der Weg? Der Weg ist, ich muss ganz viel lernen unterwegs und was brauche ich dazu? Energie. Also das ist jetzt meine persönliche Deutung gewesen. Wie gesagt, ich habe das auch jetzt erst ganz frisch entwickelt aus dieser Analyse, dieser 150 Faktoren. Kann man immer mal wieder machen, das war jetzt gar nicht so aufwendig, habe ich 2-3 Tage für gebraucht, um das rauszuarbeiten. Man kann natürlich auch mehr Leute befragen und mal gucken, was da so rauskommt. Aber ich habe fast den Eindruck, dass das Muster das gleiche bleiben wird. Das Muster selbst verändert sich interessanterweise nicht. Also das zeigt eben diese Statistik, je höher die Zahl ist, umso stabiler wird sozusagen auch das Muster in dem Fall. Aber es gibt natürlich auch ein paar Ausreißerelemente oder Aspekte, wo man sagt, aha, das ist ja ein interessanter Nebenaspekt, da hat ja keiner drüber gesprochen, aus der Branche kommt da irgendwie was sehr Spezielles heraus, was in anderen Branchen beispielsweise gar keine Rolle spielt. Ne? Also es ist ein Unterschied, ob man ein Technologieunternehmen gründet oder eine Investmentfirma leitet oder so. Ne? Das merkt man auch an der Art, an der Denkweise, die dahinter steht.